Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Canisius TV. Heute ist Dienstag in der vierten Woche im Jahreskreis der kirchlichen Lesungen. Wir befinden uns weiterhin in der Geschichte von David. Gestern haben wir über die Demut von David gesprochen vor dem Hintergrund seines realistischen Selbstverhältnisses nach der Reue über seinen Mord. Und nun kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Abschalom und David. Ein Krieg. Der Schlüsselsatz scheint mir ein Satz zu sein, der in der Lesung nicht vorkommt, sondern später vorkommt. Nämlich, da wird dem David der Vorwurf gemacht von Joab, seinem Feldherrn. Du zeigst denen deine Liebe, die dich hassen. Über diesen Satz werden wir sprechen müssen. Und die dazugehörige Geschichte hören wir jetzt in der heutigen Lesung. In jenen Tagen zogen die Leute Davids ins Feld den Israeliten entgegen, und im Wald Ephraim kam es zur Schlacht. Plötzlich kam Abschalom in das Blickfeld der Krieger Davids. Er ritt auf einem Maultier. Als das Maultier unter den Ästen einer großen Eiche hindurchlief, blieb Abschalom mit dem Kopf fest an der Eiche hängen, so dass er zwischen Himmel und Erde schwebte und das Maultier unter ihm weglief. Jemand sah es und meldete Joab: Ich habe gerade Abschalom an einer Eiche hängen sehen. Joab, also der Feldherr, der ja auch schon den Uria damals in die gefährliche Seite der Schlacht gestellt hatte, Joab nahm drei Spieße in die Hand und stieß sie Abschalom, der noch lebend an der Eiche hing, ins Herz. Das ist der Tod von Abschalom. Hier ist aufschlussreich erstens, das Heer von Abschalom ist stärker als das Heer Davids. Das ist eine Wiederholung der Konstellation von David und Goliath. Aber David wusste, dass er sich diesmal nicht verlassen kann auf den Herrn, weil der Herr ihm ja angekündigt hat, dass er aufgrund seiner eigenen Schuld eben auch militärische Niederlagen erleiden wird. Trotzdem erweist sich nun der Herr, so werden es die Menschen in der damaligen Zeit gehört haben, als derjenige, der David dann den Sieg verleiht, mit dieser Szene, die den Abschalom, diesen schönen Jüngling, der alle auf seine Seite gezogen hat, zugleich lächerlich macht. Diese Geschichte ist also nicht nur eine Geschichte, bei der wir irgendwie lächeln, weil sie irgendwie so absurd ist, so ein absurder Zufall, der den Abschalom, den Goliath Nummer 2, wenn man so will, tötet, sondern weil darin so etwas wie Gottes hat in der Geschichte im Spiel wahrgenommen wird von den Autoren dieser Erzählung. Und ich meine im Übrigen, dass man immer bis auf den heutigen Tag auch die Hand Gottes in seiner eigenen Geschichte und der Geschichte sehen darf. Nur darf man nie von anderen verlangen, dass sie auch sie genauso sehen, wie man selbst sie sieht. Aber man selbst darf es so sagen und sehen bis heute. Nun ist also Abschalom tot. Die Geschichte erzählt weiter. David saß zwischen den beiden Toren der Stadt, in der er sich befand. Wenn ich richtig sehe, nicht Jerusalem, sondern im Ostjordanland. Denn Abschalom hatte ja Jerusalem erobert. Der Späher aber war auf das Dach des Tores auf die Mauer gestiegen. Und als er Ausschau hielt, sah er einen einzelnen Mann herbeilaufen. Der Späher rief dem König die Meldung zu. Der König sagte, wenn er allein ist, dann bringt er eine gute Nachricht. Der König befahl dem Späher, tritt zur Seite und stell dich hierher. Der trat zur Seite und blieb dort stehen. Da kam ein Kuschiter und sagte, mein Herr, der König, lasse sich die gute Nachricht bringen, dass der Herr dir heute Recht verschafft hat gegenüber allen, die sich gegen dich erhoben haben, also das Heer des Abschalom besiegt hat, das ist gemeint. Der König fragte den Kuschiter, geht es dem jungen Abschalom gut? Der Kuschiter antwortete, wie dem jungen Mann möge es allen Feinden meines Herrn des Königs ergehen, allen, die sich in böser Absicht gegen dich erhoben haben. Klammer auf, also ist er auch tot, Klammer zu. Da zuckte der König zusammen, stieg in den oberen Raum des Tores hinauf und weinte. Schon wieder weint David. Es wird viel geweint in dieser Geschichte, übrigens auch viel von Männern geweint in dieser Geschichte. Wer einmal behauptet, die Bibel würde meinen, Männer dürften nicht weinen, der möge sich diese Stellen auf ewig merken.
Während er hinaufging, rief er immer wieder: Mein Sohn Abschalom, mein Sohn Abschalom. Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Abschalom, mein Sohn, mein Sohn. Man meldete Joab: Der König weint und trauert um Abschalom. So wurde der Tag der Rettung für das ganze Volk zu einem Trauertag. Denn die Leute hörten an diesem Tag: Der König ist voll Schmerz wegen seines Sohnes. Und wie gesagt, einige Zeilen später kommt der Feldherr Joab, der Siegreiche, und ist befremdet von der Trauer des David. Er sollte sich doch freuen, dass er gesiegt hat. Und macht dann den David den Vorwurf: Du zeigst denen deine Liebe, die dich hassen. Ja, wie kann man seine Liebe denen zeigen, die dich hassen? Ich glaube, die Frage lässt sich nicht abstrakt beantworten, sondern sie ist in diesem Fall aber ganz klar beantwortet. Wegen der Reue. Weil David wirklich bereut hat, kann er diejenigen lieben, die ihn hassen. In der Bergpredigt wird ja etwas Ähnliches gesagt, tut Gutes denen, die euch hassen. Hassen und im Übrigen auch lieben sind in der Bibel weniger Begriffe, die Gefühle beschreiben, sondern mehr Begriffe, die Handlungen beschreiben. Also jemanden lieben bedeutet, jemandem etwas Gutes zu tun, und jemanden hassen bedeutet, jemandem etwas Schlechtes zu tun. Man kann auch jemanden lieben, indem man etwas Schlechtes, was man ihm tun könnte, unterlässt. Das ist das Thema der Gewaltlosigkeit. Und man kann jemanden, den man nicht liebt und dem gegenüber man Hassgefühle hat, trotzdem lieben, indem man Rache unterlässt. Ich denke immer sehr gerne an das Buch des französischen Journalisten Antoine Léris, dessen Frau bei dem Attentat auf den Bataclan in Paris umgekommen ist. Und der schreibt als Titel seines Buches: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Du zeigst denen deine Liebe, die dich hassen. Nicht deswegen, weil nicht tatsächlich Abschalom David gehasst hätte, im biblischen Sinne des Wortes. Er wollte ihn töten, er wollte ihn beseitigen, er wollte den Vater Mord begehen, um echt zu herrschen, aber deswegen, weil er bereut hat. Weil er nämlich weiß, dass er zu demselben fähig ist. Ja, sogar fähig war gegenüber Saul, mit einer anderen Geschichte natürlich im Hintergrund. Das ist ja nicht einfach nur eine Wiederholung der Geschichte. Und weil mein Selbstbild realistisch geworden ist, kann ich es unterlassen, denen Böses zu tun, die mir böse tun. Ich kann diejenigen lieben, die mich hassen. Wir sehen also auch hier in dieser Geschichte, was für ein unglaubliches Lebenspotenzial in echter Reue liegt. Worum können wir beten? Um aufrichtige Treue, um aufrichtige Reue und die daraus folgende aufrichtige Trauer, auch um den Tod von Menschen, die uns nichts Gutes wollten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.